Ja, dann beginnen wir mit der Veranstaltung. Seid ihr alle herzlich willkommen zu der Veranstaltung mit dem Titel Armenien und Aserbaidschan nach dem Bergkarabach-Krieg, der im letzten Herbst stattfand. Ich bin Ercan Ayboga, Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen, sitze in Frankfurt. Wir haben heute zwei Referentinnen zur Verfügung, mit denen wir über dieses Thema reden werden. Ich stelle sie kurz vor. Es ist Hovhannes Gevorkian. Er ist gelernter Jurist aus Berlin. Er ist aber auch Analyst, Journalist, schreibt viel zum Thema Armenien, Bergkarabach und zum Kaukasus insgesamt in diversen Medien. Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Herzlich willkommen, Hovhannes. Dann haben wir Kerem Schamberger aus München. Er ist ebenfalls politischer Analyst und schreibt sehr viel zur Türkei und Kurdistan, aber auch zu anderen Themen. Er ist vom Beruf her Kommunikationswissenschaftler an der Universität in München. Er war während des Krieges in Armenien, hat dort Gespräche geführt. Das ist vor allem der Anlass, ihn heute hier zu haben. Kerem, herzlich willkommen. Ja, wir werden die Veranstaltung folgendermaßen strukturieren. Wir haben Fragen vorbereitet, die wir an beide Referenten stellen werden. Sechs Fragenrunden gibt es. Das wird etwa 45 bis 60 Minuten dauern, je nach Länge der Antworten. Und dann folgt die Diskussion, in der ihr alle die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Wir planen die Veranstaltung um 20:30 Uhr zu beenden. Wir denken, dass 90 Minuten ausreichen für eine Digitalveranstaltung. Es ist ja nicht so einfach und ermüdend. Viele digitale Veranstaltungen oder Seminare werden ja von uns besucht in den letzten 10 Monaten. Wir versuchen uns prägnanter als in sogenannten Präsenzveranstaltungen zu halten. Wir freuen uns, dass so viele dabei sind. Jetzt sind es gerade 70, etwas mehr hatten sich angemeldet. Wir sind erfreut. Ihr alle seid automatisch stumm geschaltet. Das Video könnt ihr, also die Zuschauer, Zuhörer, können gerne ihr Video ausschalten. Das hilft für die Verbesserung der Qualität der Internetverbindung. Ja, die Fragen könnt ihr über die Chat-Funktion stellen, im Monitor. Fenster von dem Programm Zoom ist unten. Wenn ihr den Maustaster bewegt, seht ihr die Funktion Chat. Wenn ihr draufklickt, erscheint rechts ein Bereich, in dem ihr Entschuldigung, die Fragen stellen könnt. Ich möchte euch bitten, Fragen zu stellen, erst wenn ich es dann zu ankündigen, dass wir zu Ende der Fragerunden sein. Bitte nicht vorher Fragen stellen oder andere Sachen in der Chatfunktion erstmal posten. Wir möchten, dass das uns und vielleicht den Referenten erstmal zur Verfügung steht. Ja, heute werden wir über die Hintergründe des sogenannten Bergkarabach-Konfliktes reden. Woher kommt der Konflikt? Historisch das Aufreißen. Den Krieg werden wir auch kurz behandeln. Vom 27. September bis zum 10. November ging der letzten Jahr. Wir wollen die Akteure, alle Akteure, wichtigen Akteure in diesem Krieg beleuchten. Vor allem die Staaten in der Region, aber auch darüber hinaus global und die Interessen der jeweiligen Akteure hier versuchen zu behandeln. Wichtig für uns ist,
Verfahren, wie sich die linken Kräfte, die progressiven linken demokratischen Kräfte in diesen Ländern des Kaukasus positionieren. Das ist ein besonderes Anliegen als die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir sind nur zu uns, wir sind eine parteinahe Stiftung, wir sind der Partei Die Linke nahe, wir sind keine Parteistruktur. Unsere Aufgabe ist politische Bildung vor allem. Veranstaltungen gehören zu, ja, es ist ein Kernelement von unserer Arbeit, die bundesweit, aber auch international organisiert ist. Ja, Murat sagte, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, über die Webseite und sozialen Medien ab morgen geteilt. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich noch betonen, dass rassistische, nationalistische, sexistische oder andere störende Aussagen oder Bilder hier nicht erlaubt sind. Aber auch in Präsenzveranstaltungen gilt natürlich das Gleiche. Wir hoffen, dass sowas nicht vorkommt. Und falls doch kommt, führt es leider zu einem Ausschluss. Ja, dann fangen wir an mit der ersten Fragerunde. Die erste Frage stelle ich an Hof Hannes. Hof Hannes, erzähl uns doch bitte kurz, was Bergkarabach ist. Wer lebt in den letzten Jahrhunderten dort, im 20. Jahrhundert? Wer lebt heute dort? Was sind die Ursachen des sogenannten Bergkarabach-Konfliktes? Bergkarabach ist eine Region, die im heutigen Staatsgebiet Aserbaidschans ist, aber vormals von Armenien bewohnt wird. Und welche Rolle spielt der Nationalismus sowohl in Armenien als auch Aserbaidschan dabei eine Rolle, dass es dieser Konflikt so weit kommen konnte, dass Kriege stattfinden? Ja, dann darfst du bitte beginnen. Okay, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen an die vielen Zuschauerinnen und danke für die Einladung für die Veranstaltung. Ja, beginnen wir einfach mit dem Thema. Also Bergkarabach oder wie die Armenier es nennen, Artsach, oder manchmal liest man auch im englischen und besonders im russischen Kontext auch von Nagorno-Karabach. Das ist wesentlich die russische Bezeichnung. Ist letztendlich ein relativ kleines Gebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und es wurde 1921 Teil der Sowjetunion, Teil der Aserbaidschanischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Und genau, ist letztendlich ein Gebiet, wo man jetzt schon sagen kann, dass beide Völker, auch andere Völker, nicht nur in Karabach, sondern auch in den umliegenden Gebieten, schon seit Jahrhunderten gelebt haben. Mehrheitlich haben dort zum Beispiel 1921 Armenier gelebt, das ist richtig. Auch zu Beginn des ersten großen Krieges, sage ich mal, 1992 oder 1990, haben dort auch mehrheitlich Armenier gelebt. Aber ich denke, Karabach selbst sozusagen als Struktur ist ein Gebiet, was viele Völker repräsentieren könnte. Und das sieht man zum Beispiel, denke ich mal, an der Stadt Shushi, die eben die heimliche Hauptstadt, das kulturelle Zentrum von Bergkarabach ist und die zweitgrößte Stadt Karabachs ist. Und das ist jedenfalls eine Stadt, die heftig umkämpft ist zwischen beiden Seiten, wo es eben Ansprüche gibt auf die jeweilige Stadt, armenisch Shushi, aserbaidschanisch Shusha. Und das ist ein wesentliches, vielleicht das Symbol schlechthin. Die offizielle Hauptstadt Karabachs ist Stepanakert. Und vor dem Krieg zumindest haben dort rund 150.000 Menschen gelebt. Und der Krieg war deswegen auch so intensiv und so erbittert, weil er rund 6 Jahre ging. Also die ersten Massendemonstrationen begannen im Februar 1988 im Gebiet des damaligen autonomen Gebietes Bergkarabach als Teil der Sowjetunion, als Teil der aserbaidschanischen SSR. Und zu diesem Gebiet lebten etwa 75-80% Armenier und 20-25% AserbaidschanerInnen. Und historisch war es immer so, dass die armenische Bevölkerung vor allem in diesem Gebiet
schon seit Jahrzehnten immer wieder versucht hatte, den Anschluss an die armenische SSR hinzubekommen. Also nicht unbedingt unabhängig zu werden oder ein eigener sozialistischer Sowjetrepublik zu werden, sondern Teil der armenischen SSR zu werden und damit innerhalb der Sowjetunion zu bleiben. Und es gab mehrere Petitionen, die damals auch gescheitert sind, vornehmlich, würde ich sagen, an der undemokratischen Charakter der Sowjetunion. Und nachdem diese Massendemonstration eben begann, war es dann eben so, dass die ethnischen Konflikte untereinander zwischen den Völkern auch immer mehr eskalierten. Also man kann nicht sagen, dass zum Beispiel Bergkarabach konfliktfrei wäre während der rund 70 Jahre, die es innerhalb der Sowjetunion war, sondern es gab schon immer Ressentiments untereinander. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch innerethnische, interethnische Ehen und Beziehungen, das kann man auch sagen. Und was diesen Konflikt auch nochmal viel, viel breiter macht als nur Karabach selbst, sondern so einen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan macht, ist eben die Tatsache, dass zum Ende der Sowjetunion nicht nur Armenien und Aserbaidschaner in Karabach gelebt haben, sondern etwa auch 160.000 Aserbaidschaner in Armenien selbst, also in der armenischen SSR, und etwa 250.000, 300.000 ArmenierInnen auch in der aserbaidschanischen SSR. Zum Beispiel 180.000 ArmenierInnen direkt in der Hauptstadt Baku, sodass man eben sagen könnte, dass viel, viel mehr Menschen waren betroffen von diesem Konflikt als nur die Menschen in Karabach. Und was dann eben auch passiert ist, ist, dass eben im Zuge dieses Konfliktes, der eben auch explodierte mit Pogromen wie zum Beispiel in Sumgait oder Kilovabad schon im Februar bzw. November 1988, dass eben dieser Konflikt vor dem Hintergrund des Zerfalls der Sowjetunion auch immer bewaffneter ausgetragen wurde. In erster Linie war es ein Partisanenkampf und dann, nachdem beide Länder dann auch unabhängig wurden, war es ein vollumfänglicher Krieg mit rund 50.000 Opfern insgesamt auf beiden Seiten und rund 1,1 Millionen Menschen, die dann zu Geflüchteten wurden. Wie gesagt, diese Menschen kamen nicht nur aus Karabach, sondern eben auch aus Aserbaidschan respektive Armenien. Und es fand nicht nur eine ethnische Säuberung gegenseitig statt, also nicht nur in Bergkarabach oder Armenien und Aserbaidschan, sondern tatsächlich auch so eine Art, oder was ist eine Art, ein tatsächlicher Bevölkerungsaustausch, weil eben auch die damaligen Parteisekretäre der kommunistischen Parteien jeweils tatsächlich auch arrangiert haben, dass Familien, die zum Beispiel in Jerewan oder Baku gelebt haben, ihre Wohnungen und Häuser getauscht haben, sodass also Armenier aus Baku zurück nach Jerewan gegangen sind in die Häuser der Aserbaidschaner und Aserbaidschaner aus Jerewan sind dann in die Häuser der Armenier in Baku gezogen. Also der Bevölkerungsaustausch, wenn man es so nennt, ist nicht nur ein Euphemismus, sondern ist tatsächlich so passiert. Im Wesentlichen war es aber natürlich eine sehr gewaltvolle Geschichte. Und wenn man diesen Krieg in den 90er Jahren, aber auch jetzt verstehen will, muss man auch immer dazu erwähnen, dass nicht nur die ehemalige autonome Region Karabach umkämpft war, sondern eben auch rund 7 umliegende Provinzen, die zu Aserbaidschan gehörten, die sozusagen nicht nur südlich-nördlich von Karabach sind, sondern quasi Karabach umschlossen haben, denn Karabach ist, wie gesagt, eine sehr schwer zugängliche Bergregion und eigentlich gibt es nur einen guten Korridor, der Lachin-Korridor, der eben Armenien mit Karabach verbinden kann. Und nachdem die armenische Seite militärisch siegreich war im Ersten Krieg, konnte sie nicht nur Karabach kontrollieren, sondern eben auch 7 umliegende Provinzen drumherum, sodass sie etwa 20% des aserbaidschanischen Staatsgebietes was kontrollieren konnte. Und auch dieser Krieg wurde nicht nur um Karabach selbst geführt, sondern eben auch um diese Gebiete, sodass man diese auch immer mit erwähnen muss. Und auch die ethnischen Säuberungen fanden vor allen Dingen dort statt und besonders die Geflüchteten aus dieser Region, ich erwähne Ardam oder Zengilan zum Beispiel, sollten dann eine besondere Rolle spielen, auch in der aserbaidschanischen Gesellschaft, vor allem nach dem Krieg. Danke. Ja, dann kommen wir zu Kerem. Das war jetzt
schnell einführend und kurz, aber prägnant. Kerem, was möchtest du noch ergänzen? Wie sah es denn nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und bei der Gründung der UdSSR Anfang der 20er Jahre aus? Das war die Zeit, in der der Status, ja heutige offizielle Status nach Völkerrecht, festgelegt wurde. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganze Serie von Pogromen stattgefunden hat, die die Frage eines unabhängigen oder einer armenischen sozialistischen Sowjetrepublik sehr stark auf die Tagesordnung gebracht hat. Ich möchte nur noch mal an die Pogrome erinnern, die es Ende des 19. Jahrhunderts gab, so 1894 bis 1896. Damals wurden schon mehrere hunderttausend Armenierinnen im Osmanischen Reich getötet. Es gab 1918 auch ein sehr großes Pogrom in Baku, ausgeführt von Kräften, die auch schon für den Genozid 1915 verantwortlich waren, Enver Pascha. Und in Baku wurden damals auch schon fast 30.000 Leute 1918 getötet. Das ist also eine wirklich sehr, sehr, sehr blutige Geschichte. Und deshalb hat die Debatte eben mit der Entstehung der Sowjetunion, aber auch mit der Entstehung der umliegenden sozialistischen Sowjetrepubliken eine große Rolle gespielt. Und man muss wissen, dass eigentlich, es gab ein Komitee für Nationalitätenfragen und auch ein sogenanntes transkaukasisches Komitee. Bei beiden war Josef Stalin der Vorsitzende. Und es wurde von dem Komitee erst geplant, dass Bergkarabach eigentlich Teil der armenischen sozialistischen Sowjetrepublik sein sollte. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ja. Es kommt nicht. Ja, okay. In einer, hört man mich so besser? Ja, lauter. Okay. Ja. Allerdings, obwohl diese Entscheidung so getroffen worden ist, hat Stalin persönlich dann als amtierender Kommissar für diese Nationalitätenfragen entschieden, Bergkarabach als geografische Region dann doch Aserbaidschan zuzuteilen. Das ist die Wurzel des Konflikts und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu wissen, wenn immer hier auf das Völkerrecht verwiesen wird, weil schon der Ursprung des Völkerrechts, also dass Bergkarabach zu Aserbaidschan gehört, eigentlich problematisch ist, weil die Entscheidung ursprünglich eine andere war und weil keine Seite bestreitet, dass die Mehrheit der Menschen, die in Bergkarabach gelebt haben, der Armenierinnen und Armenier waren. Warum jetzt Stalin diese Entscheidung getroffen hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Ich würde drei hauptsächliche Gründe nennen. Der erste Grund war, dass man als junge und auch verlässliche Sowjetunion versuchte, die junge oder gerade im Entstehen befindliche türkische Republik um Mustafa Kemal oder auch Atatürk genannt herum sozusagen auf seine Seite zu ziehen und deshalb gesagt hat, okay, wir geben Bergkarabach den Aserbaidschanern, den Aseris, die Türken damals auch schon als sogenanntes Brudervolk oder als kleines Brudervolk gesehen haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund, einfach eine geostrategische Entscheidung. Ein zweiter Grund liegt darin, dass Nagorno-Karabach sehr schwierig zu versorgen ist von der armenischen Seite. Also es könnte also auch ökonomische Gründe haben eine Rolle gespielt. Okay, dann ein bisschen lauter. Man erreicht es, ich schreie schon fast, aber ja. Okay, es kommt nicht mehr gut an, bitte. Also die ökonomische Versorgung war über die aserbaidschanische Staatsgebiet einfacher. Und ein dritter Punkt, würde ich sagen, ist, dass auch damals schon eine gewisse Teile- und Herrschepolitik durchgesetzt worden ist von Moskau. Man wollte Aserbaidschan und Armenien jeweils an sich binden, indem man eine Konfliktregion schafft, und zwar Bergkarabach, um die Abhängigkeit zu erhöhen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Und vielleicht noch ein Fakt, während der Zeit der Sowjetunion waren zwar die bewaffneten Konflikte nicht so stark, aber es gab vor allem auch auf aserbaidschanischer Seite eine strukturelle Diskriminierung der Bevölkerung Bergkarabachs. Das sieht man zum Beispiel an der sehr, sehr sinkenden Einwohnerzahl. Also während Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts noch 300.000 bis 400.000 Menschen dort gelebt haben, waren es Ende der 80er Jahre gerade noch einmal 150.000. Und da sieht man einfach schon, dass da auch eine strukturelle Diskriminierung dahinter gestanden hat. Und
wie es dann weitergegangen ist ab 1988 und so, das hatte der Hofhannes schon ausgeführt. Okay. Ich sehe ja ganz viele Kommentare in der Chatfunktion. Ich bitte nochmal, das jetzt nicht zu tun, denn in einer normalen Präsenzveranstaltung ist ja auch nicht so, dass zwischendurch, wenn die Referentinnen sprechen, dazwischen geredet wird oder eine Information geteilt wird. Wir können uns nicht auf das Gesagte und das hier Geschriebene gut konzentrieren. Das ist nicht gut, um die beiden Referentinnen zuzuhören. Deshalb habe ich mehrmals geschrieben, bitte jetzt noch keine Kommentare. Zum Ende hin können Sie hier Ihre Fragen stellen. Chatfunktion ist auch nicht gedacht, um große Diskussionen. Wie in einer normalen Veranstaltung können Sie hier Ihre Fragen stellen. Die werde ich dann nehmen und dann die Referentinnen weiterleiten, zusammengefasst. Das nochmal meine Bitte. Wir machen weiter. In der zweiten Fragerunde. Du sagtest, Johannes, Anfang der 90er Jahre gab es den militärischen Konflikt und Armenien konnte Bergkarabach und die wichtigen Gebiete drumherum erobern. Es gab viele hunderttausende Flüchtlinge. Dann gab es ja zu einer Zeit von 1994 bis 2020, in der viel verhandelt wurde. Es gab auch immer wieder Scharmützel, kleine gegenseitige Angriffe oder so, aber militärisch änderte sich da nichts Essentielles. Es gab einen Status quo. Es gab die vielen Verhandlungen. Warum kam es nie zu einer Verhandlung? Ich meine, Aserbaidschan, Armenien saß mit Russland und Frankreich und USA zur sogenannten Minsk-Gruppe am Tisch. Warum gab es da keine Lösung? Ja, also seit dem Waffenstillstand am 12. Mai 1994 gab es halt die sogenannten Scharmützel, also teilweise aber auch relativ blutige Auseinandersetzungen. Also wenn wir von Waffenstillstandsbrüchen sprechen, dann sind das nicht nur irgendwelche Schießereien, sondern das sind eben teilweise auch relativ viele, ich meine Dutzende Todesopfer jährlich registriert worden, insgesamt auf beiden Seiten. Und das wurde zu einem Ritual, um es ein bisschen lakonisch auszudrücken, führte aber letztendlich dazu, dass natürlich besonders in den Grenzgebieten keine Sicherheit herrschte. Und auf dem Weg zu dem jetzigen Krieg gab es immer wieder Verhandlungen, auch mit verschiedenen Präsidenten. Innerhalb der Verhandlungsgeschichte zwischen beiden Ländern kann man, denke ich, sagen, dass 2001 in Florida, in Key West, unter US-amerikanischer Aufsicht interessanterweise, die beiden damaligen Präsidenten Robert Kochalian und Haider Aliyev am nächsten einer Verhandlungslösung waren, wo eben zum Beispiel auch vereinbart wurde, dass es eben zum Beispiel einen Gebietsaustausch geben sollte, einen Autonomstatus oder dergleichen. Und es gab wirklich viele, viele Treffen, nicht nur in Florida, sondern auch in Genf auf neutralem Territorium sozusagen. Allerdings war es dann eben so, dass eine Verhandlungslösung nie stattgefunden hatte. Und auf der anderen Seite beide Länder hochrüsteten, was das Zeug angeht. Also beide Länder gehören zu den Ländern, die relativ gesehen am meisten für ihr Militär ausgeben. Aserbaidschan in der Hinsicht natürlich mehr, weil sie eben die Ölquellen haben und ihr Militärhaushalt ist zum Beispiel größer als der gesamte Haushalt Armeniens. Und dementsprechend war es immer auch so, dass natürlich eine militärische Option immer auf dem Tisch lag. Und 2016 gab es den sogenannten Vier-Tage- oder Aprilkrieg, wo es eben tatsächlich auch 4 Tage lang zu einem sehr blutigen Gefecht kam. Und dahingehend gab es auch über 200 Todesopfer. Und Aserbaidschan konnte in der Hinsicht kleine Gebietsgewinne erringen. Letztendlich war es dann eben aber immer so, dass besonders Russland als sozusagen ehemalige Hegemonialmacht in der Sowjetunion immer die beiden Seiten an den Tisch gebeten hat. Ich denke, dass die Teilnahme von den anderen OSZE-Mitgliedern wie eben Frankreich oder den USA
eher zeremoniell waren. Und das hat man, denke ich, auch bei diesem Krieg gesehen, wo sie eben nichts zu melden hatten. Und zwar jeweils Waffenstillstände vereinbart hatten während des Krieges, die dann aber überhaupt nicht stattgefunden hatten. Und dementsprechend kann man eben sagen, dass eben Russland diejenige dritte Partei war über die ganzen Jahre hinweg, was eben am nächsten dazu geführt hätte, wenn eben eine Verhandlungslösung existiert hätte. Und interessanterweise ist der jetzige Plan, der umgesetzt wurde, der sogenannte Lavrov-Plan, also der Einsatz von russischen Friedenstruppen. Der existierte zumindest in der bekannten Form seit 2011. Lavrov, Sergei Lavrov, ist der russische Außenminister seit langen Jahren. Und Armenien in der Hinsicht kann man sagen, war natürlich am Status quo interessiert, weil sie eben nicht nur Karabach oder Artsakh kontrollieren konnten und dort auch mittlerweile eine neue Generation herangewachsen war, die eben dort gelebt hatte, während eben die aserbaidschanischen ehemaligen Menschen aus Karabach eben natürlich immer noch Geflüchtete im eigenen Land waren und natürlich auch immer wieder zurückkehren wollten. Nicht nur in Karabach, sondern zum Beispiel auch nach Ardam. Ardam ist ja nicht nur eine Rajon, ein Bezirk, sondern eben auch die Stadt. Es war die größte Stadt in den umkämpften Gebieten, die größte aserbaidschanische Stadt mit 27.000 Einwohnern. Und Armenien hatte in der Hinsicht allein schon, was das Territorium angeht, einen riesigen Vorteil. Also nicht nur die gebirgige Region Karabach selbst, sondern zum Beispiel auch Kelbajar, ein Gebirgszug, was eben schon eine natürliche Verteidigung für Armenien bedeutet hätte und was jetzt eben auch übergeben wurde. Das heißt, Armenien war nicht nur in dieser Hinsicht am Status quo interessiert, sondern war natürlich auch daran interessiert, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen. Und letztendlich kann man sagen, dass Armenien da die verschiedenen armenischen Regierungen, auch die seit 2018 an der Macht stehende Nikol Pashinyan-Regierung, auch es versäumt hat, eine diplomatische Lösung zu forcieren. Immer vor dem Hintergrund natürlich, ob es überhaupt möglich wäre mit einem Aliyev-Regime, was eben massiv aufrüstet und diese militärische Option immer in der Hinterhand hatte, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Aber das wird zumindest diskutiert, dass das ein Fehler war in der Hinsicht. Und genau, leider ist jetzt diese militärische Lösung, wenn man so will, eingetreten oder auch keine Lösung eingetreten. Aber ich denke, im Laufe der letzten Zeit hat sich eben sehr viel angesammelt, was auch eben charakteristisch ist für diese beiden Länder, auch in Bezug auf den Nationalismus, ist ja, dass die Logik immer dahinter war, dass eben Karabach, ob es jetzt armenisch oder aserbaidschanisch werden sollte, sollte am besten ethnisch homogen sein. Und dementsprechend war auch diese Logik konträr zu der Geschichte der gesamten Kaukasusregion. Also im Kaukasus wird man historisch gesehen kaum ein Gebiet finden, wo das eine oder das andere Volk eine größere Fläche ethnisch homogen über die Jahrhunderte hinweg hatte. Das wird man dort eigentlich historisch nicht finden. Und dementsprechend ist halt dieser Nationalkonflikt umso dramatischer gewesen, würde ich sagen. Ja, danke. Nicht nur der Kaukasus, der Mittlere Osten, Balkan und so weiter ist ethnisch gesehen oder religiös gesehen, war nie homogen. Es gab, soweit ich weiß, eigentlich bis zu den Vertreibungen im 20. Jahrhundert kaum eine Stadt, in der nur eine einzige Schmieden oder Religion gelebt hat. Ja, Kerem, machen wir weiter. In diesem Sinne möchte ich wissen, warum konnten die vielen Flüchtlinge nicht zurück in ihre Heimat nach 1994? Oder wollten sie nicht? Und war das größte Hindernis der Nationalismus und die Interessenpolitik der Staaten? Also Nationalismus nicht nur im Staatsapparat, sondern auch in Teilen der Gesellschaft zumindest. Die Frage der Flüchtlinge war ja eine wichtige Frage. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Ich habe das Internet gewechselt. Ja. Super. Ich will da gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil das auch Hovhannes schon gesagt hat. Also man muss einfach anerkennen, nach 1994 gab es Hunderttausende Geflüchtete auf beiden Seiten. Wir sehen ja jetzt auch gerade schon im Chat der Veranstaltung, dass da die
verschiedenen Geschichtserzählungen clashen, wer hat wen umgebracht und welche waren wer. Also es waren ungefähr 600.000 bis 700.000 Aserbaidschanerinnen und muslimische Kurdinnen, die fliehen mussten, und es waren ungefähr 400.000 bis 500.000 Armenierinnen, die dort fliehen mussten. Es gab also Unrecht auf beiden Seiten. Ich glaube, das ist ganz einfach anzuerkennen. Und gerade in einer Situation eigentlich, wo der Kaukasus, der Nahe und Mittlere Osten, auch die Türkei dann, ja eigentlich nie ethnisch homogene Gebilde waren, sondern erst mit diesen Vertreibungen sind sie zu ethnisch homogenen Nationalstaaten geworden. Also ich glaube, man muss zum Beispiel wissen, allein in Baku war die Bevölkerung, also Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan, war die Bevölkerung fast 40% armenisch bis Ende der 80er Jahre. Es gab, wie Hofhannes auch schon gesagt hat, es gab Zusammenleben, es gab interreligiöse Ehen. Bei Beschneidungen oder Taufen waren jeweils die andere Seite oftmals auch Patenonkel oder Patentante. All das wurde in den Jahren des Krieges zerstört, und auch nach 1994 hat keine der beiden Seiten das Rückkehrrecht anerkannt. Es wurde auch nie wirklich darüber diskutiert. Zum Beispiel ein Ort der Diskussion hätte sein können die Minsker Gruppe mit Frankreich, Russland, USA als Vorsitzende. Aber ich glaube auch, dass momentan, also jetzt ist der Hass auf beiden Bevölkerungen, auf der Seite der beiden Bevölkerung ist unglaublich hoch. Aber auch momentan gibt es sozusagen keine politischen Grundlagen für eine Rückkehr der Geflüchteten. Ich habe mir heute ein Interview mit Bernhard Klaassen von der Taz angeschaut. Das findet ihr auf YouTube auch. Der wird von Clemens Ronnefeld interviewt. Und der sagt zum Beispiel, die armenische Kirche, die es in Baku gibt, ist bis heute geschlossen. Also das ist ein Zeichen dafür, dass ein Rückkehrrecht auch nicht gewollt ist. Aber ich glaube schon auch aus linker Perspektive, und vielleicht auch an die Leute, die gerade im Chat so fleißig kommentieren. Aus linker Perspektive muss man sagen, eine Lösung kann es nur geben, wenn gegenseitiges Leid anerkannt wird und auch eine Sicherung des Rückkehrrechts stattfindet. Und zwar für alle Leute, die es noch wollen, wenn es denn noch Leute sind. Natürlich müssen dafür die Bedingungen geschaffen werden. Aber ich glaube, das ist eine Perspektive, weil diese Region wird ethnisch homogen nicht funktionieren. Du hast einiges vorweggenommen, Kere. Zur Frage, zur Lösung ist sehr wichtig, die wollen wir auch diskutieren. Aber vielleicht noch mal kurz, kurze Antworten reichen ja auch. Johannes, wie ist der militärische Erfolg Aserbaidschans 2020 zu erklären? 1994 war ja Armenien praktisch im militärischen Konflikt Sieger. In dieser Frage wird häufig auf den technischen Aspekt aufgestellt, also insbesondere auf den Einsatz von Kampfdrohnen, auf den Einsatz von türkischen Bayraktar-Drohnen, die in der Tat, das kann man nicht abstreiten, auch eine entscheidende Rolle gespielt haben oder eine sehr schütternde Rolle für die armenischen Soldaten. Allerdings sehe ich zumindest frei nach Clausewitz Krieg als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und insofern ist dieser Krieg natürlich auch politisch zu erklären. Also einerseits lag das an mangelnder Vorbereitung seitens der armenischen Seite statt, wo eben der Sieg im ersten Krieg nicht nur historisch verklärt wurde, sondern überhöht wurde. Und dementsprechend muss man eben auch sagen, dass Aserbaidschan natürlich in technologischer Hinsicht viel, viel besser darauf vorbereitet war, einen Krieg zu führen. Aber nichtsdestotrotz gibt es bis heute viele dunkle Stellen in der Erklärung, wie überhaupt dieser Sieg zustande kam. Also wenn wir uns die Karte vom 10. November, den Tag des Waffenstillstandes, angucken, dann können wir sagen, dass Aserbaidschan besonders im Süden erfolgreich war und nach der Durchbrechung der ersten Frontlinie durchmarschiert ist und Zengilan und Kubatlı eingenommen hat. Das sind zwei südliche Provinzen, südlich von Karabach stehende Provinzen. Und auf den anderen Gebieten, also in Kelebacar, aber auch in Ardam, was eigentlich militärisch vielleicht sogar einfacher zu erobern wäre, nicht vorangekommen ist. Und
höchstens noch im nördlichen Bereich ein bisschen eingenommen hat, allerdings nicht kriegsentscheidend. Und Armenien hat dann nach dem Waffenstillstand viel, viel mehr Territorium aufgegeben, als Aserbaidschan erobert hat, was ja auch sehr interessant ist. Und es war immer klar, dass zum Beispiel diejenige Partei, die dann Shushi kontrolliert, auch Karabach oder Arzach kontrollieren konnte. Aserbaidschan hatte schon davor die Region Hadrut in Karabach eingenommen, was auch schon strategisch wichtig war. Und man hätte vielleicht aus armenischer Seite niemals gedacht, dass Aserbaidschan in der Lage wäre, nach Shushi zu kommen oder Shushi gar zu erobern. Und letztendlich war das dann die Entscheidung. Also ungefähr am 5. November kamen aserbaidschanische Truppen in Shushi an, was eine strategisch sehr wichtige Stadt ist, weil es eigentlich uneinnehmbar ist, wie man sagt, weil es von mehreren Seiten von Kliffen umgeben ist und weil es eben auch quasi freies Schussfeld auf die nur 4 bis 5 Kilometer entfernte Hauptstadt Stepanakert gibt. Also man kann Stepanakert von Shushi aus unterhalb südlich, also im Tal sehen. Und dementsprechend hatte auch schon zum Beispiel der Präsident der Republik Arzach, also der unabhängig ausgerufenen Republik Karabach, Arzach ist der armenische Name, wie gesagt, jedenfalls Araik Harutyunyan schon Tage davor gesagt, der Feind, übersetzt die Aserbaidschaner, sind 5 Kilometer vor Shushi und man sagt, wer Shushi kontrolliert, kontrolliert Karabach. Insofern war natürlich dementsprechend auch die Entscheidung da gefallen und man fragt sich auf armenischer Seite, ob das jetzt militärisch notwendig war, jetzt diese Stadt aufzugeben oder ob man sie hätte zurückerobern können. Denn was auch sehr interessant ist, ist eben, dass die aserbaidschanischen Truppen keine Zufahrtsstraße bis heute kontrollieren zur weltgrößten Stadt Karabachs. Das heißt, sie sind mittlerweile auch angewiesen auf die russischen Friedenstruppen, die dann eben auch dort angekommen sind. Und auf aserbaidschanischer Seite wird dann halt Aliyev vorgehalten, zum Beispiel, wieso er gerade an diesem Punkt dann aufgehört hat oder den Waffenstillstand unterzeichnet hat unter Vermittlung Moskaus. Wenn er denn Shushi erobert hatte, dann hätte er ja auch gesamt Arzach erobern können, gesamt Karabach. Und auf armenischer Seite sagt man eben, dass Shushi aufgegeben wurde oder gar verkauft wurde und Nikol Pashinyan ein Verräter sei und die armenische Regierung und Pashinyan selbst eben entgegnet dem, dass man ein noch größeres Massaker verhindert hätte, dass man 25 armenische Soldaten gerettet hätte. Also da gibt es auch sehr, sehr erhitzte Diskussionen und auch viele Unklarheiten. Aber nichtsdestotrotz kann man eben ein Detail hervorheben, was ich auch machen würde, ist eben die Rolle Russlands zum Waffenstillstand. Also das Detail ist eben, dass aserbaidschanische Truppen aus Nachidschewan, also der Exklave, die nicht an Aserbaidschan, aber an Armenien grenzt, einen russischen Militärschrauber abgeschossen hatten über armenisches Gebiet. Und dies wäre der Casus Belli für Russland schlechthin gewesen, weil sie einen Beistandspakt mit Armenien haben. Und in dem Moment schritt dann Moskau ein und man sagt immer, es war nie eine Frage des Ob, ob Russland einschreitet, sondern eine Frage des Wann. Und für Russland war es der ideale Moment, da Armenien quasi am Boden lag militärisch, aber weil sie dann eben auch einen Joker in der Hand hatten gegenüber Aserbaidschan. Und jetzt haben sie es nicht nur geschafft, über 2000 russische Friedenstruppen in Karabach zu stationieren, sondern man muss auch bedenken, dass russische Truppen auch auf aserbaidschanischem Territorium sind und gemeinsam mit türkischen Soldaten ein Monitoring aufbauen sollen, um den Waffenstillstand zu überwachen. Ja, danke für diese kurze Zusammenfassung. Wir wollen ja jetzt nicht groß den Krieg selbst oder die Kriegstaktiken oder Strategien reden. Aber zweimal hast du die Türkei genannt, die diesmal sehr präsent war. Die türkischen Drohnen wurden genannt, mehrere Quellen als auch die französische Regierung, selbst die russische Regierung sagte, dass die Türkei islamistische oder dschihadistische Gruppen aus Syrien gebracht hätte. Die Zahlen schwanken so zwischen mehreren 100 bis 4000. Es gibt auch andere Quellen, die das bestätigen.
aber die offiziell von der Türkei und der Aserbaidschan erstmal nicht bestiegen werden. Auf jeden Fall wichtig, meine Frage an Kerem ist, du kennst die Türkei sehr gut. Was ist die Rolle Türkeis in diesem Krieg gewesen und was ist die jetzige Rolle der Türkei im Kaukasus? Ist sie gestärkt? Kann sie mit Russland ein Wort mitreden? Russland ist ja, sag ich mal, die de facto Oberordnungsmacht, hat mit beiden Staaten enge Beziehungen, verkauft Waffen und so weiter, den Waffenstillstand ausgehandelt. Ja. Ja, ich glaube, man muss erstmal ganz klar festhalten, dass ohne die Unterstützung der Türkei Aserbaidschan diesen Krieg nicht begonnen hätte und auch nicht gewonnen hätte. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Man muss sich aber mal vorstellen, also auch als ich in Armenien war, war ganz klar, eigentlich der Hauptaggressor ist die Türkei. Das Ziel der Türkei ist, einen Fuß im Kaukasus zu bekommen, reinzubekommen, eine direkte Verbindung zum Kaspischen Meer und so weiter zu bekommen. Aber das hat nochmal eine ganz eine höhere Dimension, weil der Genozid vor 106 Jahren, 1915, verübt von den Vorgängern der dann entstandenen türkischen Republik, die 1923 entstanden ist. Dieser Genozid wird bis heute von der türkischen Regierung geleugnet. Es wird gesagt, sowas gab es nicht. Dabei ist es natürlich klar, alle historischen Quellen sprechen dafür. Und der sozusagen der politische Nachfolger der damaligen Täter greift die Opfer von damals an, beziehungsweise die Nachfahren der Opfer von damals. Also das ist wirklich, wirklich etwas, was man nicht genug betonen kann und was auch für viele Armenierinnen, als ich dort war, sozusagen eine Verlängerung des damaligen Schmerzes ist oder fast schon eine Verlängerung des Genozids in einem gewissen übertragenen Sinne darstellt. Ich habe gesagt, die Türkei hat diesen Krieg begonnen oder mitinitiiert, um einen Fuß zu fassen. Man sieht, die Verbindungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei waren in den letzten Jahren schon sehr eng. Es gab gemeinsame Militärübungen. Die Türkei hat ganz viel Waffen an Aserbaidschan verkauft. Und auch während des Krieges war die Unterstützung ungebrochen, einmal auf diplomatischer Ebene. Die Türkei war immer diejenige Seite, die die Waffenstillstände boykottiert hat oder versucht hat, die zu boykottieren. Es gab eine massive, auch direkte Beteiligung durch hunderte Militärberater, durch die Drohnen, die wir schon genannt haben, die aus der Türkei, aus türkischer Produktion, aber auch aus israelischer Produktion stammen. Übrigens auch mit deutschen Bestandteilen darin, aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Und ich glaube, man muss festhalten, dass auch wenn Russland der Türkei eine Grenze gesetzt hat, ist es ihr schon in einem gewissen Sinne gelungen, Fuß zu fassen in der Region. Warum? Wenn man sich in dieses Abkommen, in diese 10 Punkte des Abkommens von der Nacht des 9. November reinliest, sieht man, dass darin der Türkei ein direkter Zugriff, ein Landzugang auf Aserbaidschan gewährt wird. Es gibt diese autonome Enklave Nakhchivan, die sozusagen Armenien, Iran und Türkei als Grenzgebiet hat, aber eigentlich zu Aserbaidschan gehört. Und bisher nicht verbunden war mit aserbaidschanischem Staatsgebiet. Und einer der Punkte besagt, dieses Abkommens besagt, dass es eine unabhängige Straßenroute geben muss. Und damit hätte die Türkei das erste Mal eine direkte Route auch zum ökonomischen Transport von Gütern direkt nach Aserbaidschan und auch direkt an das dortige Meer dort. Und man sieht auch, sage ich mal, wie abhängig Aserbaidschan von der Türkei ist. In den eroberten Gebieten werden türkische Fahnen gehisst. Erdogan nimmt mit großem Pomp an den Militärsiegelparaden in Baku teil, wo wirklich ganz platte anti-armenische Propaganda betrieben wird. Und ich muss auch sagen, du hattest es schon gesagt, Einsatz von dschihadistischen Söldnern. Die Türkei ist ja zum Söldnerexporteur Nummer 1 in dieser Welt geworden, in Libyen, in Syrien selbst, in der Türkei, aber eben jetzt auch in Aserbaidschan. Und man muss natürlich sagen, Aserbaidschan gibt einen Teil seiner staatlichen Souveränität auf, wenn es der Türkei erlaubt, fremde Söldner auf dem Staatsgebiet von Aserbaidschan zu stationieren.
Noch dazu kommt, dass die Bevölkerungsmehrheit in Aserbaidschan Schiiten sind und diese dschihadistischen Söldner eigentlich Anhänger eines sehr, sehr radikalen Verständnisses des sunnitischen Islams sind und zum Beispiel in Syrien auch Schiiten immer wieder angegriffen haben. Also wenn diese Leute sozusagen noch länger geblieben wären, man weiß nicht genau, ob sie noch dort sind, dann hätte das mittelfristig auch eine Bedrohung für Aserbaidschan dargestellt. Danke. Wir haben noch zwei Fragerunden. Wir können auch mal hier Schwenk zur Frage, welche Akteure hier welche Interessen pflegen. Die Türkei haben wir etwas beleuchtet. Russland wurde genannt, es gibt den Iran. Frankreich hat sich zumindest wörtlich während des Krieges eingeschaltet, die USA kaum. Es gibt andere Staaten, fällt sich Georgien, du hast Israel genannt und so weiter. Ja, was sind die Positionen, wie verhalten sie sich in diesem Konflikt und welche Interessen verfolgen sie? Vielleicht kann Hovhannes anfangen oder doch Kerem, ihr dürft entscheiden. Hovhannes. Ja, also es ist mittlerweile so, dass viele Analysten auch sagen, es ist auch mittlerweile eine Verlängerung des Antagonismus zwischen Russland und der Türkei, wie wir ihn in Syrien, Libyen und nun auch im Südkaukasus sehen. Das kann man durchaus so sehen. Es gibt hier auch russische Truppen, eine russische Militärbasis in Armenien selbst. Russland selbst hat eine sehr, sehr große Rolle in der armenischen Politik, bestimmt mittlerweile quasi, wer zum Beispiel Verteidigungsminister wird und wer es nicht wird. Und die Türkei hat besonders aufgrund dieses Krieges nun eine sehr, sehr starke Stellung in Aserbaidschan selbst. Also Kerem hat natürlich die Militärparade am 10. Dezember benannt, wo eben Aliyev sich die Bühne teilen musste mit Recep Tayyip Erdogan, wo eben auch türkische Soldaten bei der Parade dabei waren. Der Kaukasus selbst ist eben ein Mosaik an verschiedenen Völkern und es gibt nicht nur in Radabach, sondern auch in Südossetien oder Abchasien sogenannte eingefrorene Konflikte, wo es auch den Einsatz von russischen Truppen gibt, wo es auch nationale Minderheiten gibt, die das Recht auf Selbstbestimmung durchsetzen wollen. Und dementsprechend ist eben dieses Gebiet alles andere als sicher oder befriedet. Es ist eigentlich mehr ein Pulverfass. Um jetzt nochmal auf eine größere Regionalmacht einzugehen, ist eben, dass der Iran einer der Verlierer der Ergebnisse dieses Krieges ist. Denn der Iran ist eben ein Land, was erstens selbst 10 bis 15 Millionen Aserbaidschaner, besonders im Norden des Landes, beherbergt. Ist aber auch ein Land, was eben auch aktiv ist im Nahen Osten und dementsprechend auch interessiert war, was an seiner nördlichen Grenze abging. Und der Iran zog auch sehr, sehr viele Truppen zusammen, stand sogar kurz vor einer Intervention, würde ich sagen, wenn man das dann verfolgt hat, weil eben jetzt nicht nur etwas unglücklich verschiedene Raketen und Artillerie in Iran eingeschlagen worden sind, sondern eben weil auch besonders Israel als der stärkste Waffenexporteur nach Aserbaidschan eben auch mittlerweile fast schon eine Basis in Aserbaidschan aufgebaut hat und dementsprechend auch den Iran im Visier hat, was sehr schädlich ist für sie. Und rein wirtschaftlich gesehen war eben Iran sehr, sehr wichtig, weil Aserbaidschan Nachidschewan über Iran versorgen musste und weil Armenien in erster Linie auch die Wirtschaftsgüter auch vom Iran bekam. Armenien hat jetzt interessanterweise natürlich auch türkische Produkte boykottiert und will diese Waren im Wert von 220 Millionen US-Dollar durch iranische Produkte ersetzen. Das heißt, der Iran, auch wenn er sogar ethnische Aserbaidschaner bis in die höchste Staatsebene hat, ist der Iran, was die objektiven Interessen angeht, fast schon ein Verbündeter von Armenien oder wäre der Verbündete von Armenien gewesen. Muss jetzt allerdings sehen, dass die Transitrolle von ihm
für Nachidschewan geschwächt worden ist, weil es eben den Korridor durch Mehri gibt, also die südarmenische Stadt. Dementsprechend sind sie dahingehend geschwächt. Und was auch den Iran Sorgen macht, ist eben, dass die Türkei nicht nur in diesen Krieg involviert war und einen Fuß in den Südkaukasus setzen konnte, sondern die Türkei wird auch permanente Militärbasen errichten in Aserbaidschan selbst, quer über das Land verteilt. Und eines davon ist in Lenkeren, das ist im Süden des Landes, wo mehrheitlich Talischen leben. Und das ist direkt an der Grenze zu Iran. Und dementsprechend kann man eigentlich analysieren, dass der Iran auch verloren hat, was die Ergebnisse dieses Krieges angeht. Ja, Kerem, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, vielleicht zur Rolle des Westens noch ein paar Worte. Ja, Frankreich, Deutschland. Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, eigentlich muss man festhalten, dass der Westen, die Europäische Union, Deutschland keine große Rolle gespielt haben und diesen Konflikt, der hauptsächlich zwischen Russland und der Türkei ausgetragen worden ist, einfach so passieren haben lassen. Ich glaube, es wurde damit auch deutlich gemacht, dass eben Russland und die Türkei in naher Zukunft dort die zentralen Akteure sind und eben nicht zum Beispiel Frankreich, das sich immer irgendwie auch als Schutzmacht Armeniens verstanden hat, aber in diesem Krieg zwar einige Wahrheiten ausgesprochen hat, also dass Macron gesagt hat, dass dschihadistische Söldner dort waren. Ich glaube, das war der erste Staatschef, der das ausgesprochen hat. Frankreich hat auch Hilfsgüter geschickt, aber sonst ist eigentlich keine starke Intervention erfolgt. Wenn man auf die Rolle der USA schaut, die USA waren mit etwas anderem beschäftigt, und zwar mit den neofaschistischen Tendenzen um Trump herum und der White Supremacy-Bewegung. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass dieser Krieg auch dann gestartet worden ist, als die USA mit Wahlkampf beschäftigt waren, wo traditionell eigentlich gewusst wird, dass um Außenpolitik sich da nur sehr wenig gekümmert wird. Ja, zur Rolle Deutschlands vielleicht noch ein Wort. Deutschland hat dieselbe, ja, eigentlich, ich würde fast schon sagen, ja, schändlich ist zu hart, aber dieselbe negative Rolle gespielt, die sie bei Konflikten im Nahen und Mittleren Osten eigentlich immer spielen. Ich habe mit dem Botschafter, dem deutschen Botschafter in Armenien, hatten eine Live-Schalte, und er hat gesagt, Zitat, Deutschland ist sehr besorgt. Also dieses Wort besorgt wird jetzt bei allen Konflikten verwendet, wenn die Türkei Rojava eingreift, wenn die Türkei Zypern bedrängt, dann ist die Sprachlegung immer besorgt. Und das war eben auch beim Krieg gegen Armenien der Fall, obwohl eben ganz klar war, dass deutsche Rüstungsbestandteile in diesen Drohnen mit dabei sind. Übrigens auch österreichische, aber die Reaktion von Österreich war zu sagen, wir stoppen diese Lieferungen an die Drohnenhersteller, sodass wenigstens keine österreichischen Bestandteile mit dabei sind. Deutschland hätte letztes Halbjahr eigentlich ziemlich starken Einfluss nehmen können. Es war im Jahr 2020 am Vorsitz des UN-Sicherheitsrates und hatte auch im letzten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft inne. Gleichzeitig ist Deutschland der größte Außenhandelspartner der Türkei und der fünftgrößte Aserbaidschans. Also da wären schon Sanktionen zum Beispiel sehr, sehr effektiv gewesen, aber das wollte man politisch nicht, weil Aserbaidschan ökonomisch viel, viel lukrativer ist als Armenien, dessen Wirtschaft nicht sehr weit entwickelt ist. Ja, danke. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die beschäftigt sich mit der Situation in Armenien und Aserbaidschan und dieses Verhalten und Positionierung der linken Kräfte. Wir haben immer von den Armeniern, Aserbaidschanern gesprochen. Aber wie in allen anderen Gesellschaften gibt es natürlich nicht nur eine Linie in einer Gesellschaft, nicht eine Positionierung, auch wenn es Krieg ist. Uns ist wichtig, zuerst mal vielleicht Armenien, da können vielleicht Hovhannes mehr sagen, aber Kerem, du warst auch dort. Wie sieht es da aus? Wie haben sich die Linken von Anfang an in den letzten Jahren zu diesem Konflikt geäußert? Was haben Sie vorgeschlagen an der politischen Lösung, fern von Nationalismus? Wie haben Sie sich während des Krieges positioniert und was sagen Sie jetzt? In Armenien gibt es ja auch
Proteste. Vielleicht könnt ihr auch ein paar Sätze zur Paschinian-Regierung sagen, aber auch damit zusammen zur politischen Konstellation in Armenien selbst. Das gleiche natürlich auch für Aserbaidschan. Wie ist die politische Struktur in Aserbaidschan? Welche Kräfte gibt es dort? Um das ein bisschen unseren Lesern zu vermitteln, den großen bürgerlichen Medien wird meistens darüber kaum gesprochen. Soll ich anfangen? Ja, fang du mal heute diesmal an. Ah, übrigens, jetzt ab jetzt können alle bitte ihre Fragen stellen. Ich habe nicht gelesen, was bisher geschrieben wurde. Leider wurde zu viel geschrieben. Das wollten wir so nicht, aber einige Menschen konnten es nicht lassen und haben sich nicht so sehr auf die Diskussion vielleicht konzentriert, aber auch egal. Ab jetzt bitte Fragen prägnant stellen. Ab jetzt gilt es. Schreiben Sie hier bitte Ihre Fragen auf. Ich werde da reinschauen und dann nach dieser Fragerunde der Reihe nach die Fragen stellen, sofern es die Zeit uns erlaubt. Bitte. Ja, vielleicht zur armenischen Linken. Ich meine, Hovhannes ist ja Teil der armenischen Linken. Der wird da auch noch selber was dazu sagen können. Aber als ich Ende Oktober, Anfang November dort war, habe ich mich mit verschiedenen Akteuren getroffen. Einmal staatlicherseits, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil es nicht so relevant ist, sondern auch mit der Linken. Man muss dazu wissen, dass die Linke in Armenien sehr, sehr klein ist. Also das Land hat 3 Millionen Einwohner. Das ist ein bisschen mehr als Berlin. Und ich würde sagen, dass die Linke kleiner ist als die, die in Berlin existiert. Ich würde die Linke so aufteilen, aber Hovhannes, da kannst du mich gerne korrigieren. Einmal sozusagen in eine parteiförmige Linke. Unter anderem gibt es die Kommunistische Partei Armeniens, die früher mal auch nach 1991 recht einflussreich war. Mittlerweile eher nicht so. Ich würde sie eher so als traditionelle kommunistische Partei einschätzen. Als ich mich mit dem Vorsitzenden getroffen habe, das war in so einem kleinen Büro, an der Wand hing noch ein Bild von Stalin, hat er, als er erfahren hat, dass ich Halbtürke bin, erst gezögert, ob er mit mir reden soll, weil in Zeiten des Krieges spreche man ja nicht mit dem Feind. Zum Glück konnte ich ihn dann überzeugen, doch noch mit mir zu reden, aber das hat dann auch so ein bisschen das Gespräch geprägt. Und ich glaube, also er hat insgesamt eine sehr eher nationalistische, auf ja, in Kriegsfragen auf Regierungslinie liegende Position gehabt. Viel spannender war das Treffen mit der sozusagen unabhängigen oder bewegungsförmig organisierten Linken. Zum Beispiel gibt es da diesen Blog Sef Bibar, das heißt Schwarze Paprika. Die haben zusammen mit einigen anderen Linken einen Antikriegsaufruf veröffentlicht gehabt. Der hieß Gegen den Krieg in Arzach, Bergkarabach. Ich werde gleich mal den Link zu diesem Aufruf reinposten. Und ich habe mich dann mit den Aktivistinnen von diesem Blog getroffen. Und die haben gesagt, wir sind nicht so viele Kerle. Du musst dir bewusst sein, wir sind vielleicht 150 bis 200 Leute. Aber trotzdem gibt es Bewegungen. Es gibt eine linke Basisgewerkschaft. Es gibt feministische Gruppen. Es gibt Umweltgruppen, die sich auch sehr als links verstehen. Und man muss natürlich auch sagen, im Vergleich zu Aserbaidschan können sich Linke in Armenien relativ frei bewegen und auch äußern, auch Positionen einnehmen, die nicht unbedingt voll auf Linie der Regierung stehen. Also als ich mit ihm gesprochen habe, haben sie gesagt, es muss ein Selbstbestimmungsrecht der Völker gelten, aber der Fokus muss weg von den Rechten, die irgendwelche existierenden Nationalstaaten haben, verschoben werden, und zwar auf die Menschen, die konkret in der Region leben. Und das betrifft zum einen Armenierinnen, aber eben auch Aserbaidschanerinnen, die dort gelebt haben, und auch zum Beispiel die Kurdinnen, die dort auch fliehen mussten. Ihr findet bei Analyse und Kritik ein relativ langes Interview, das ich mit einem Akteur gemacht habe. Das werde ich auch gleich mal in den Chat posten, sobald ich jetzt fertig bin. Ja. Hovhannes, bitte. Also mein Vergleich mit den beiden politischen Systemen zu machen in den beiden Ländern, kann man sagen, dass Armenien besonders seit 2018, der sogenannten Samtenrevolution, da schon eine bürgerlich-liberale Republik ist, wo eben es tatsächlich auch freien Austausch der Meinung gibt, wo es auch die Versammlungsfreiheit gibt,
Das wird in der gegenwärtigen Phase auch sehr stark ausgenutzt, besonders von der Opposition, wo eben versucht wird, Verkehrsblockaden zu errichten und mit Demonstrationen die jetzige Regierung, besonders eben Nikol Paschinyan als Premierminister zu stürzen oder ihn zurücktreten zu lassen. Und das ist im Wesentlichen auch eine demokratische Errungenschaft der Bewegung, die man so erstmal feststellen kann, ohne jetzt diese Bewegung zu verklären, besonders die Person Paschinyan zu verklären. In Aserbaidschan, denke ich, ist es nicht vermessen zu sagen, dass es eine sehr repressive Diktatur ist. Auch vor dem Krieg war das so. Und Aserbaidschan ist ein Land, was seit 1993 eigentlich von einer Familiendynastie beherrscht wird. Also einmal von Heydar Aliyev, dem ehemaligen hochrangigen Funktionär der Kommunistischen Partei aus Nachidschewan ursprünglich. Und dann ab 2003 von seinem Sohn Ilham Aliyev. Es gibt natürlich ein Scheinparlament in dem Land, aber das Parlament hat dort wenig zu sagen. Und Aserbaidschan als ein Land, was natürlich riesige Ölvorkommen hat, ist natürlich auch so organisiert, dass eben die Familie Aliyev quasi die gesamten Ölvorkommen zum persönlichen Eigentum gemacht hat. Das kann man so sagen. Und dementsprechend gehen sie auch sehr repressiv gegen jegliche Opposition vor. Interessanterweise auch gegen Opposition, die zum Beispiel auch teilweise viel radikaler im Nationalismus ist oder die eben religiöser ist, schiitisch-religiöser ist. Denn man muss wissen, dass Aserbaidschan zwar mehrheitlich schiitisch geprägt ist, aber ein säkulares Land ist. Also das ist das Erbe der Sowjetunion. Ilham Aliyev und Heydar Aliyev waren beide Mitglieder der KP und wie gesagt, Heydar Aliyev war lange Zeit über die 60er, 70er, 80er hinweg die Nummer 1 der aserbaidschanischen KP schlechthin. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass die Familie dieses Land beherrscht, natürlich stellvertretend für die Bourgeoisie. Und ich denke, was Aserbaidschan eben auch auszeichnet, ist eben, dass Aserbaidschan einerseits nicht so ethnisch homogen ist wie Armenien. Es hat eben auch dreimal mehr Einwohner als Armenien. Die Wirtschaft ist dreimal so groß wie Armeniens und es ist auch die größte Wirtschaft in der Südkaukasus-Region. Also das muss man immer in Betracht ziehen. Und es ist dann interessanterweise dann doch so, dass Ilham Aliyev mit dem jetzigen Krieg und dem Sieg auf seinem Höhepunkt ist. Ich denke, der 10. Dezember mit der Militärparade war sein Zenit. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass es einerseits gibt es halt die bürgerliche Opposition, die teilweise noch radikaler ist als er. Und andererseits gibt es natürlich eben auch unabhängige Kräfte, die sich auch gegen den Krieg gestellt haben. Also um auf das linke Magazin Analyse und Kritik zurückzukommen, was eben dieses Interview veröffentlicht hatte. Sie haben zum Beispiel auch eine Erklärung der aserbaidschanischen linken Jugend veröffentlicht, was sich eben auch gegen den Krieg gerichtet hat. Und ich muss meinen Respekt dem gegenüber zollen, weil es eindeutig ist, dass eben so eine Position in Aserbaidschan zu äußern, viel, viel schwerer ist, als in Armenien zu äußern. Also in Armenien wird man natürlich auch auf Ablehnung stoßen oder wenn man eben versuchen würde, einen Dialog zu eröffnen oder dergleichen, würde man besonders auf Seiten der reaktionären nationalistischen Kräfte auf Ablehnung stoßen, auf Unverständnis. In Aserbaidschan dagegen ist das viel schwieriger und man würde quasi mit staatlichen repressiven Mitteln zu tun haben, was ja auch während des Krieges auch vorkam. Und ich denke, dass eben die derzeitige Situation dahingehend geprägt ist, besonders für die Linken, dass sie eben in zwei Ländern leben, wo es keinen Austausch gibt zwischen den beiden Völkern. Also die Grenze ist seit der Unabhängigkeit der beiden Länder geschlossen. Armenien hat noch die Besonderheit, dass auch die Grenze zur Türkei geschlossen ist. Das heißt, man weiß sehr wenig über das Leben der anderen Menschen überhaupt Bescheid. Also ich habe jetzt nicht die idealistische Vorstellung, dass dieser Konflikt nur ein Missverständnis der Völker wäre. Und der andere Konflikt in den 90ern ist auch teilweise auch dahingehend entstanden, dass die Menschen sich auch kannten. Also dass zum Beispiel auch die ranghöchsten Führer
in Armenien, in Aserbaidschan sich auch kannten aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit in der kommunistischen Partei. Haider Aliyev auf der einen Seite, Serzh Sarkissian auf der anderen Seite zum Beispiel. Serzh Sarkissian, der Ministerpräsident und auch Präsident von Armenien von 2008 bis 2018 war, kommt aus Karabach, spricht sogar Aserbaidschanisch und hatte auch aserbaidschanische Freunde. Trotzdem wurde er einer der militärisch aktivsten Leute während des Krieges und hat sogar auch ein Massaker gerechtfertigt quasi. Also es mangelt nicht daran, dass Leute sich nicht kannten. Es wurden auch Nachbarn zu Feinden in dem Krieg. Aber die jetzige Situation mit der neuen Generation, zum Beispiel in meinem Alter, ich wurde 93 geboren, ist eben dahingehend geprägt, dass die Jugendlichen, die Menschen gar nicht in die anderen Länder reisen können. Und das macht es für die Linken schwer, weil sie keine Kommunikationskanäle aufbauen können oder nur sehr erschwert. Und dahingehend, wie es zum Beispiel auch in der Erklärung der aserbaidschanischen linken Jugend hieß, dass sie eben auch Hass auf Menschen pflegen, die sie noch nie in ihrem Leben getroffen haben. Also ein Aserbaidschaner in meinem Alter hat wahrscheinlich noch nie einen Armenier kennengelernt, es sei denn, er hat mal einen Ausflug nach Georgien gemacht. Und andersrum ist es natürlich auch so, weil man gar nicht nach Aserbaidschan reisen kann. Dabei war das gar nicht der Fall über die Jahrzehnte hinweg. Also die Generation meiner Eltern zum Beispiel, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist, da war das normal zum Beispiel, dass Aserbaidschaner nach Jerewan reisen konnten und auch Armenien nach Baku. Und das, denke ich, ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Zukunft, gerade weil der jetzige Krieg eher noch mehr Wunden aufgerissen hat und weil er die Konflikte noch vertieft hat. Und leider hat es auch nicht dazu geführt, dass eben zum Beispiel auch eine Lösung dahingehend bestand, die Grenze zu öffnen. Und letztendlich wird sich die Situation, denke ich, die es in den letzten 25 Jahren gab, in den nächsten Jahren noch weiter vertiefen. Okay, wir sind dann zu Ende mit den Fragerunden und jetzt kommen wir zu den Fragen. Es hat ein paar Minuten länger gedauert als angedacht. Ich habe hier schon einige Fragen und die stelle ich mal. Die erste wäre, welche Rolle die islamistischen Söldner, die durch die Türkei in diesem Krieg 2020 eingesetzt wurden, ob sie welche Rolle sie haben und stimmt es, dass sie kulturelle Stätten der Armenier, Kirchen, Klöster und so weiter zerstört haben? Da schließt sich eine ähnliche Frage an, die fragt, ob tatsächlich, nee, Entschuldigung. Ja, diese Frage, da ist noch eine Frage, die kann man auch gleich mitbehandeln. Die lautet, wurden in Karabach tatsächlich Moscheen zerstört? Wenn ja, warum? Wahrscheinlich jetzt vor dem Krieg gemeint, nehme ich mal an. Ja, vielleicht könnt ihr erstmal diese Frage kurz beantworten, dann gibt es weitere Fragen. Wovon, das möchtest du machen? Ja, klar. Also zum kulturellen Erbe zum Beispiel würde ich mich äußern wollen oder auch ein bisschen historischer einhergehen. Man muss wissen, dass beide Länder auch eine gemeinsame Geschichte haben, weil beide Völker besser gesagt eine gemeinsame Geschichte haben. Einerseits als Teil des Persischen Reiches und dann ab der russischen Expansion in den Südkaukasus und mit dem Vertrag von Turkmenchay 1828 eben auch Teil des russischen Zarenreiches. Und um es mal plastisch auszudrücken, also ich muss eine kleine Korrektur machen von Kerem, nicht 40%, sondern etwa 20% waren 1979 auf dem Höhepunkt der Einwohner in Baku Armenierin. Also es gab eine sehr große Community auf jeden Fall, nicht nur Armenierinnen, sondern eben auch Jüdinnen, auch Russinnen. Das hing damit zusammen, dass Baku zu einer Zeit die Stadt schlechthin war, wo Öl gefördert wurde und dahingehend auch eine sehr internationale Bevölkerung hatte. Und Armenien mit Jerewan zum Beispiel auf der anderen Seite war eben auch Teil des Persischen Reiches, auch das Khanat Idewan genannt, wie es damals hieß. Und die Bevölkerung war viel durchmischter, als die Nationalisten es haben wollen, historisch gesehen. Also Jerewan vor, sagen wir, 120, 130 Jahren war bei weitem nicht die Stadt, die es heutzutage ist, zum Beispiel als Hauptstadt der Armenier. Stadt. Und es war eine Stadt, wo es
einen Bevölkerungsanteil von 40% in etwa von Muslimen gab. In Jerewan selbst gibt es nur noch zum Beispiel eine Moschee, die Blaue Moschee, die noch steht. Alle anderen Moscheen, auch im Zuge des Krisen in den 90er Jahren, wurden auch zum Beispiel zerstört. Und dieses kulturelle Erbe wird sozusagen versucht, von beiden Seiten auszulöschen. Also so zu tun, als hätten in Jerewan oder Baku respektive nur Armenien oder nur Aserbaidschaner gelebt und als hätte es diese Durchmischung gar nicht gegeben. Das gehört leider zu dieser geschichtlichen Verklitterung dazu, die eben auch dazu führt, dass man eben immer gesagt hat, bestimmte Gebiete seien immer armenisch gewesen oder seien immer aserbaidschanisch gewesen. Also Shushi ist wirklich, oder Shusha ist das Beispiel schlechthin, würde ich sagen. Hier wurde eben zum Beispiel auch gesagt, dass eben, oder Pashinyan gesagt hätte, vor dem Krieg waren 90% der Bewohner in Shushis Aserbaidschaner, Entschuldigung. Und das ist dahingehend auch richtig zu stellen, eben auch, das ist eine Tatsache, dass eben Shusha in dahingehender Rolle eine wichtige kulturelle Rolle spielte für die aserbaidschanische Kultur. Allerdings darf man dann auch nicht vergessen, die gesamte Geschichte zu erzählen und zu sagen, dass es eben auch 1920 ein Massaker an 22.000 Armenier in Shushi gab. Und wenn man noch weiter zurückgeht, kann man eigentlich sagen, dass Shushi eine Stadt war, wo ungefähr zu 50% Armenier und Aserbaidschaner gelebt haben. Und wo es jetzt noch eine Moschee gibt in Shushi und wo es eben auch eine sehr bedeutende armenische Kirche gibt. Und man muss versuchen, diese Kultur, seien sie Moscheen oder seien sie Kirchen, aufrechtzuerhalten und nicht zu sagen, das ist nie da gewesen. Das muss man erhalten und das ist das Erste, was daran leidet. Man versucht, die Spuren des jeweils anderen Volkes quasi auszulöschen, so zu tun, als hätte es das nie gegeben. Und dahingehend ist es leider so, dass man die historische Wahrheit eben anerkennen muss und sagen muss, dass es auch einen viel stärkeren Austausch gab, einen viel stärkeren Einfluss der jeweiligen Völker untereinander. Und ich denke, das wäre zum Beispiel ein Punkt zu nennen, wenn man eben das nennt. Also eine andere Stadt, die eben auch sehr zerstört wurde oder quasi zu einer Ruine gemacht wurde, ist eben Ardam, wie ich eben erwähnte vorher, mit 27.000 Einwohnern, wo eben auch quasi nur die Moschee übrig geblieben ist und auch quasi verwaist war. Und auf der anderen Seite wurden eben zum Beispiel die berühmten Khachkar, also die Kreuzsteine, die eben die tiefe christliche Geschichte der Armenier widerspiegeln, zum Beispiel in Julfa, in Nakhichevan vor 15 Jahren platt gemacht. Und dahingehend ist viel, viel historische Kultur kaputt gegangen, leider. Ja, willst du noch was sagen, Kerem, dazu? Nein, okay. Es wurde erwähnt, dass zwischen Armenien und Karabach auch Kurdinnen lebten. Also eine Frage richtet sich in der Hinsicht, dass mehr Kurden lebten und jetzt kaum noch dort leben. Was ist passiert? Also wo sind sie hin nach dem Konflikt Anfang der 90er Jahren? Hier noch eine Information. Soweit ich weiß, gab es Anfang der 20er Jahre oder 20er Jahren genau zwischen Bergkarabach und Armenisch ein kleines autonomes Gebiet Rotes Kurdistan. Das kommt mir jetzt in den Sinn. So eine Frage ist auch gestellt worden. Wer möchte antworten? Ja, vielleicht ganz kurz. Es haben in der Region auch Kurden gelebt. Es gab von 1923 bis 1929 eine autonome Provinz Rotes Kurdistan. Die wurde dann 1929 von Aserbaidschan aufgelöst. Und es gab nach der Auflösung der Sowjetunion ab 1991, 1992 auch wieder Versuche, ein unabhängiges kurdisches Gebiet dort zu etablieren. Aber das ist sozusagen in dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan eigentlich zerrieben worden. Und momentan leben dort, also in dem Konfliktgebiet, keine Kurdinnen mehr, sondern die leben entweder weitestgehend in Aserbaidschan. Okay, ja. Weißt du auch eine Zahl?
Zahl der Kurden? Ich weiß nicht, ich glaube 100, 120.000, aber Zahlen in dieser Region ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich, vielleicht nochmal einen Punkt, apropos Kurden, wo wir dabei sind, will ich noch eine Lösungsperspektive aufmachen, die ich auch mit den armenischen Genossinnen immer diskutiert habe, und zwar lohnt ein Blick nach Nordsyrien, nach Rojava, um zu schauen, wie man ein Zusammenleben auf multikultureller, multiethnischer, multireligiöser Grundlage schaffen kann, ohne im Nationalismus und gegenseitigen Abschlachten zu enden. Und ich weiß, dass mittlerweile auch einige armenische Linke sich mit diesem Stichwort demokratischer Konföderalismus, also einem Zusammenleben jenseits von Nationalstaat, beschäftigen. Und ich glaube, das wäre eine Option, die auch von der aserbaidschanischen Linken, es gibt ja Leute, die dort links denken, oder auch in Armenien Leute, die links denken, diskutiert werden könnte als Zukunftsmodell eines gesellschaftlichen Zusammenlebens. Also du meinst eine Form von Perspektive, ohne jetzt die Grenzen unbedingt anzutasten, aber starker autonomen Selbstorganisierung bzw. Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts, eigentlich nicht nur im klassischen Sinne, sondern anders formuliert, wo Gebiete so definiert werden, wo Menschen verschiedener Ethnien, Religionen und auch Ansichten zusammenleben können. Ja, ich bisschen den Nationalismus zu brechen. Genau, genau. Also man kann sich erstens anschauen, wie gelingt es denn seit fast 10 Jahren in Nordsyrien, dass dort Turkmenen, Kurden, Araber, Armenier, Esidinnen zusammenleben, ohne dass es dort zu Pogromen und größeren Konflikten kommt. Das kann man sich anschauen. Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Sache, dass man, genau, ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar der Hof Hans und ich hatten eine Veranstaltung während des Krieges in München, und da haben wir auch Stichwort Selbstbestimmungsrecht der Völker darüber diskutiert. Also ist denn das Völkerrecht heute noch vor allem in dieser Region angemessen oder nicht? Weil das Problem war ja, das ist ja sehr deutlich gewesen, dass diese Region immer sehr, sehr bunt war. Dass ein Dorf armenisch war, ein anderes war kurdisch, ein drittes war aserbaidschanisch oder von Aseris bewohnt. Und die Frage ist, wo fängt man da mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker an? Also wenn jetzt in einer Region 51% Aserbaidschaner leben, können die mit ihrer knappen Mehrheit dann sagen, wir sind jetzt Aserbaidschan? Oder auch andersrum, 55,5% Armenier sagen, wir sind jetzt Armenier. Ich glaube, deshalb muss man, also der Hofhannes und ich sind da auch nicht einer Meinung, aber ich glaube, deshalb muss man darüber diskutieren, wie interpretiert man denn heute die Forderung nach Selbstbestimmung? Also Selbstbestimmung in Form eines dann ethnisch homogenen Nationalstaats oder eben auf einer ganz anderen Grundlage, wofür der demokratische Konföderalismus eine Diskussionsmöglichkeit wäre. Machen wir weiter. Je kürzer die Antworten, desto mehr können wir hier beantworten. Es kommen eine Reihe von Fragen. Eine oder zwei Fragen beschäftigen sich mit dem Positionierungsverhalten der linken Kräfte in der Türkei, also die türkische Linke. Dann wird auch die CHP genannt, die Sozialdemokratische Partei. Haben die sich dazu positioniert oder haben sie, was haben die gesagt? Also die linken Kräfte, links von der CHP, sozialistisch oder anders kommunistisch und so weiter, beziehungsweise die HDP, und was war die Rolle der CHP? Ich kann darauf antworten. Aber ja, bitte. Vielleicht ganz kurz, die Linke in der Türkei ist vor allem repräsentiert um das Bündnisprojekt HDP, also Demokratische Partei der Völker, beziehungsweise HDK, Demokratischer Kongress der Völker. Und die größten Antikriegsstimmen kamen aus dieser Ecke. Auch viele türkische Linke sind dabei, aber auch die kurdische Bewegung ist dort sehr stark repräsentiert. Und ich meine, wir wissen alle den Namen des Abgeordneten, der zum Abschuss freigegeben worden ist, und zwar Garo Paylan, ein Armenier, der in der Türkei im Parlament für die HDP sitzt und sich von Anfang an gegen den Krieg und für die Völkerverständigung von beiden Seiten ausgesprochen hat und deshalb von Seiten der türkischen Regierung und türkischer nationalistischer Kreise wirklich ins Visier genommen worden ist und ich Angst hatte, dass er
wirklich ein Anschlag auf ihn ausgeübt wird. Wie die JHP, die CHP reagiert hat, das weiß ich gerade gar nicht. Ich kann es nur eigentlich schätzen, und zwar als sehr kemalistische Partei, die auch den armenischen Genozid nicht anerkennt, haben sie sich im besten Falle enthalten, aber ich glaube, dass sie im Zweifel an der Seite des türkischen Staatsinteresses standen und dort die Kriegsbeteiligung unterstützt haben. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Hier ist eine weitere Frage, beschäftigt sich mit dem im Waffenstillstand ausgehandelten Korridor von Aserbaidschan durch armenisches Gebiet nach Nachtschiwan. Ob dieser ein Grund für weiteren Ausbruch von Konflikten sorgen könnte. Wie ist dieser Korridor zu verstehen? Vielleicht erstmal das auf Hannes. Und wie soll der funktionieren und löst er irgendwelche Probleme? Ich glaube, er schafft neue Probleme, um es ganz eindeutig zu beantworten. Am 11. Januar trafen sich in Moskau unter Einladung von Wladimir Putin, Ilham Aliyev und Nikol Paschinyan wiederum, um eben verschiedene Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel eben aus armenischer Sicht meines Erachtens die dringlichste Frage, wie es mit den Kriegsgefangenen, den armenischen Kriegsgefangenen in Aserbaidschan aussieht, wo es mindestens 100 Soldaten gibt, die derzeit in den Gefängnissen gefoltert und wenn nicht gar ermordet werden. Diese Frage konnte nicht gelöst werden, sondern diese Konferenz in Moskau drehte sich tatsächlich um diesen Korridor, und zwar um die südkaukasische Eisenbahn. Das heißt, es gibt eine Verbindung von Russland über Baku hin zu Südaserbaidschan, nach Syunik, die südarmenische Provinz, nach Nachidschewan bis in die Türkei. Und diese südkaukasische Eisenbahn, oder die Transsib des Südkaukasus, wie es manchmal noch genannt wird, bedeutet eben, dass vor allem Russland mit Armenien einerseits eine bessere Verbindung bekommt. Dadurch kann Russland Georgien vermeiden, weil Georgien eben feindlich zu Russland gesinnt ist derzeit. Und die Türkei kann eben mit Aserbaidschan eine direkte Verbindung bekommen. Syunik ist die Provinz, die nach dem Krieg ins Visier geraten ist von dem aserbaidschanischen Regime. Also während der Rede am 10. Dezember bei der Militärparade, das muss man sich vorstellen, tritt Ilham Aliyev nicht auf als derjenige, der sagt, es gibt einen Schlussstrich unter diesem Konflikt, sondern er tritt als derjenige auf, der eben sagt, wir wollen nicht nur Radabach, sondern wir wollen Sevan, wir wollen Syunik, wir wollen sogar Jerewan erobern. Das war die Antwort von Ilham Aliyev an der Seite Recep Tayyip Erdogans. Und dementsprechend muss man eben sagen, dass Syunik besonders als die Provinz schlechthin im Wege steht, in Anführungsstrichen, zwischen Nachidschewan und Aserbaidschan. Und ich denke, dieser Korridor wird in Zukunft viele, viele Schwierigkeiten bereiten. Es wird darauf ankommen, wer diesen Korridor letztendlich kontrolliert. In Punkt 9 oder 10 des Waffenstillstandsabkommens ist eben davon die Rede, dass der russische Geheimdienst FSB den Korridor beaufsichtigen soll. Das heißt, Armenien hat da erstens einen Souveränitätsverlust und zweitens kann man auch sagen, dass Russland am meisten von dieser Regelung profitieren wird, denn wem gehört zum Beispiel die südkaukasische Eisenbahn? Die gehört natürlich Russlands staatliche Eisenbahn und dementsprechend werden sie in erster Linie davon profitieren. Aber die Lage wird sich dahingehend auch komplizieren. Und Syunik selbst ist eine Region, die sehr gebirgig ist wiederum, die auch eben auch schwer zu erobern ist. Und viele Analysten denken, dass möglicherweise der nächste Krieg im Kaukasus um dieses Gebiet stattfinden wird, weil es auch von aserbaidschanischer Seite schon seit Jahrzehnten einen Anspruch gibt, Syunik zu erobern, um eben Nachidschewan mit Aserbaidschan zu verbinden. Ja, wir hoffen, dass es nicht zu einem weiteren Konfliktkrieg kommt. Und deshalb die allerletzte Frage an euch beide. Was könnten, sollten Linke in Armenien und Aserbaidschan tun, um der Kriegspolitik und dem Nationalismus entgegenzutreten? Sie sind schwach, wie ihr gesagt habt, wie ihr festgestellt habt.
Sie werden kaum erhört, aber es gibt wenige und denen geht es schwer, vor allem in Aserbaidschan. Aber was sollte die Perspektive sein? Ich meine, auch wenn die Ausgangssituation sehr schwierig ist, muss es doch einen Vorschlag geben, Lösungen geben. Was sollten Sie in den nächsten Monaten und Jahren, könnten Sie alles tun? Was wäre wichtig, um eine Friedensperspektive im Kaukasus zu stärken? Das möchtest du anfangen und dann mache ich weiter. Also kurz, hier 2 Minuten, dann werden wir abschließen. Okay. Interessanterweise sehe ich den Schlüssel zu einem Frieden in der Region, vor allem in der Türkei. Also vor allem in dem Einsatz der türkischen Linken oder der Linken in der Türkei mit der starken kurdischen Bewegung, eben das Erdogan-Regime zu Fall zu bringen im besten Falle und eben eine andere Türkei entstehen zu lassen. Denn die Türkei ist diejenige Kraft aus meiner Sicht, die in der Region am aggressivsten hervortritt, die eben auch weiterhin droht und die jetzt auch in Gars, das ist in der Osttürkei, eine halbe Stunde von Armenien entfernt, eines der größten Militärmanöver mit aserbaidschanischen Truppen abhalten wird. Und ich denke, dass der Krieg einerseits ein Ergebnis der türkischen Expansionspolitik ist, die wir seit Jahren beobachten können. Und andererseits denke ich eben, dass nur in dieser Hinsicht auch diese türkische Expansionskritik im Land selbst durch eben Kräfte wie den Linken auch zunichte gemacht werden kann. Ich denke, die genozidalen Aussagen von Recep Tayyip Erdogan oder von seiner Regierung allgemein bedeuten eine große Gefahr für Armenien. Und dahingehend denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass sich dort eine Linke konstituiert, die nicht nur den außenpolitischen Kriegskurs der Erdogan-Regierung zunichte macht, sondern auch die sozialen Probleme in der Türkei anspricht. Denn die Türkei ist eben auch ein Land, wo es eine schwere wirtschaftliche Krise seit Jahren gibt, wo eben Menschen anstehen müssen für Lebensmittel. Und ich denke, dass dort die Innenpolitik und die Außenpolitik sehr stark miteinander verwoben sind und dass eben dort auch eine große Veränderung für die Zukunft entstehen kann. Für die beiden Länder selbst, denke ich, wäre es auch gut, also für Armenien und Aserbaidschan spreche ich, denn in beiden Ländern müssen wir eben auch feststellen, zum Beispiel, dass die jeweiligen Völker nicht verschwinden werden. Also die Nachbarn werden bleiben und beide Länder leiden gewissermaßen auch, damit will ich jetzt nicht den Nationalismus dieser Völker relativieren, aber beide Länder leiden auch darunter, dass sie eben sozusagen zwischen den Hegemonialmächten wie eben Russland und der Türkei stehen, die beiden Länder auch massiv aufrüsten und an beide Seiten, Falle von Russland zum Beispiel, an beide Seiten Waffen verkaufen und gar kein Interesse an einer dauerhaften Friedenssituation haben. Also ich denke, eine Lösung wird es auch geben, wenn eben beide Seiten nicht mehr von den Regionalmächten unter Beschuss genommen werden, beziehungsweise Aserbaidschan nicht von der Türkei als türkisches Vilayet angesehen wird, als türkischer Bezirk, und wenn Armenien nicht von Russland als russische Gubernia angesehen wird. Ja, danke. Ja, Hofhannes hat eigentlich schon alles gesagt auf diese Antwort. Ihr seht ja diesen Pulli, den ich heute trage. Das ist ja sozusagen schon auch ein bisschen Solidarität mit den, vor allem mit den Armenierinnen, weil ich schon sagen würde, dass in diesem Krieg letztes Jahr die Aggression eindeutig von der Türkei bzw. Aserbaidschan ausging. Aber wenn ihr meinen Pulli genau anschaut, sieht man hier auch einen kurdischen Spruch, Bijigiratia Gelan, es lebe die Freundschaft der Völker, und zwar aller Völker im Nahen und Mittleren Osten. Ich glaube, darauf müssen wir setzen. Und es gibt ja auf beiden Seiten auch Beispiele, die diesen nationalistischen Taumel nicht mitmachen. Vielleicht eine kleine Leseempfehlung am Schluss. Einer der bekanntesten aserbaidschanischen Schriftsteller, Akram Aylisli, hat den Roman Steinträume geschrieben. Den kann man zum Beispiel lesen. Er hat es gewagt, als Aserbaidschaner die staatliche Sicht zu hinterfragen, wurde deswegen auch wirklich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Seine Gedichte wurden aus den Schulbüchern gestrichen und so. Aber es gibt nicht nationalistische Kräfte auf beiden Seiten.
Die müssen zusammenkommen, die müssen stärker werden. Und ich glaube, wenn man nach einem konkreten politischen Schritt fragt, bevor es eine Diplomatie gibt, könnte man eben auch eine Art Volksdiplomatie versuchen zu initiieren. Also, dass sich Leute auch von beiden Seiten miteinander treffen und auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Ich weiß, das ersetzt viele Schritte nicht, die auch nötig sind, aber als ein konkretes Beispiel, um deutlich zu machen, dass ein Zusammenleben in der Region möglich ist. Ja, ich danke euch beiden und auch den Zuhörern, dass sie die Zeit genommen haben, hier zuzuhören. Es war eine Veranstaltung, mit der wir vor allem aus linker Sicht, aus friedenspolitischer Sicht informieren wollten, diskutieren wollten, nationalistischen Tendenzen entgegen friedenspolitische, völkerfreundliche Positionierung zu stärken. Zu diesem Konflikt haben sich in Deutschland die bürgerliche Presse vor allem geäußert oder die meisten Informationen kamen über sie und die waren nicht tiefgehend, haben die Gesellschaften kaum analysiert, vereinfacht dargestellt. Während des Krieges im Herbst gab es lange Zeit auch gar nichts und die Diskussionen gehen weiter. Wir wollten einen kleinen Beitrag leisten, um zu erfahren, was die jetzige Situation ist, worum es, was die Hintergründe des Konfliktes vor allem sind und was getan werden könnte, sollte von Linken im Kaukasus, aber auch von uns, um die friedenspolitische Perspektive im Kaukasus zu stärken. Ja, ich danke euch allen und wünsche einen schönen Abend im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung.